Hallo Freunde der ostasiatischen Abo-Boxen. Ich bin heute wieder hier mit der neuesten Tokyo Treat und zwar der Februar 2019 Version. Ehe wir die auspacken, wie gewohnt, möchte ich kurzes Feedback geben zu den Produkten der alten Box, also der vom letzten Monat. Da hatten wir ja die Strawberry Tiramisu KitKats. Da sind noch ein paar drüben. Die sind aber, ja, gut. Was heißt lecker? Sie sind okay vom Geschmack her. Ist halt mal eine außergewöhnliche Variante. Aber Strawberry Tiramisu, es ist, also die Mischung passt. Weil es recht ausgeglichen taugt. Dann den Milchshake habe ich noch nicht geöffnet. Kann ich leider noch nichts dazu sagen. Dann die Kuikeya Black Pepper Chips. Ich glaube, die habe ich gerade als erstes geöffnet. Die waren, gut. Waren halt sehr pfeffrig. Ja, welch Wunder. Gudetama Custard Chocolate Bar war vom Prinzip her wie ein Duplo, nur ohne Schokoladenüberzug. Dafür mit, Custard-Überzug. Also Custard ist so, ja, Vanillegeschmack. War recht lecker. Salty Seaweed Puffs waren gut. Waren ja vergleichbar ein bisschen mit Salz-Pombeeren, falls ihr die kennt. Pombeeren, also diese Chips in Bärchenform. Crunchy Panda Cookies Party Pack. Die waren auch super lecker. Hatten auch so einen Custard-Überzug. Waren echt lecker. Giant Chocolate Bar Puff habe ich gerade vorhin das letzte Stück gegessen. Hat mich nicht vom Hocker gehauen. War vom, ja, vom Inneren her schmeckt es ein wenig wie Popcorn in Verbindung mit Schokolade. Ich weiß nicht, war nicht das meine. Lucky New Year Taiyaki Snack, den hatte ich ja zuvor auch schon mal. War lecker, kann man essen. Huge Cotton Candy, ja, war halt, Zuckerwatte, aber war trotzdem lecker. Calbee Shrimp Sticks Share Pack. Ungefähr so, wie man es sich vorstellt. Von der Textur her sehr lockere Chips. Also Chips waren es ja nicht, mehr so bisschen Erdnussflips. Ja, und hatten einen intensiven Shrimp-Geschmack. Also hat gepasst. Dann dieses Glico Balanced Nutrition Chocolate Brownie Bar. War lecker, war halt vom Geschmack her wie ein normaler Brownie. War ein bisschen trockener, aber war okay. Also war gut, kann man sagen. Dann hatten wir Sticky Ramune Candy DIY Kit. Das habe ich ja in einem Video getestet. Da hatten wir die Grape-Version drinnen. Dann Cheese Umaibo. War auch lecker. Eigentlich vom Prinzip her ein langer Erdnussflip mit Käsegeschmack. Und Savory Wheat Crackers, die habe ich tatsächlich auch noch drüben liegen, müssen auch noch getestet werden. Und da war es das jetzt eigentlich schon wieder. Von der letzten Box. So, also kommen wir zur jetzigen Box. Ich werde es wie gewohnt machen. Die Box steht links neben mir. Ich selber schaue nicht rein. Und wir versuchen Stück für Stück eben erstmal das Kleinzeug rauszuhangeln und dann die großen Sachen. Ein Produkt kenne ich bereits. Da habe ich mich versehentlich gespoilert. Und was ich auch noch sagen muss, gerade, es ist ja bei jeder Box so ein Aktivierungscode dabei, wo man Boni bekommt. Und ich gehe auf die Webseite von Tokyo Treats. Was machen sie? Spoilern ein Drink für die nächste Box. Das heißt, ich weiß schon, was in der nächsten Box für ein Drink drinnen sein wird. Ja. Ja. Ich verrate euch natürlich nicht, zumindest ihr sollt die Überraschung haben. So, was haben wir? Sweet Valentine. Februar. Okay. Das schauen wir uns wie gewohnt nachher an. Was haben wir hier? Sieht aus wie ein kleiner Umaibo. Ja, steht auf Umaibo. Aber wahrscheinlich mit Schokoüberzug. Wahrscheinlich ein bisschen auch wie so ein
Eisröllchen mit Schokoüberzug. Okay, mal gucken, was uns nachher das Heftchen dazu sagt. Dann haben wir. Ah, ist das das DIY-Pack? Das sieht nach DIY-Pack aus. Ah, interessant, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, was genau das ist. Aber ich bin nicht mittig, sehe ich gerade. Sieht so aus, als müsste man irgendwelche tablettenförmigen Dingens hier feucht machen. Und die werden dann zu so einer Art Schwabbelcreme. Interessant. Sehr interessant. Mit so einer Art Schokocreme und keine Ahnung, was das hier für ein Puder sein soll. Sieht ein bisschen aus wie brauner Zucker. Mal schauen, was uns nachher unser Heftchen dazu sagt. Dann haben wir. Oh, nochmal so ähnliche Cracker wie letztes Mal. Ich glaube, die sind ein bisschen dicker. Ich bin bloß gespannt, ob es auch wieder so. Was war es? Seaweed? Schauen wir mal kurz, was es war. Savory Wheat Crackers. Okay, bin mal gespannt, ob es auch wieder solche sind oder ob das jetzt was anderes ist. Dann nächstes Produkt. Ah, Shichan. Es ist wohl diese Probierbox oder Probierportion von diesen. Na hier, was wir schon mal drinnen hatten vor ein paar Wochen, Monaten. Okay. Ohne große Box wäre man natürlich lieber gewesen. Vor allem, weil da ein Sticker drinnen war. Aber okay. Gut. Ja, ist halt eine kleine Probiergröße. Auch. Dann. Okay. Es ist schwierig, immer das Kleinzeug rauszusuchen. Ich nehme jetzt einfach mal den Viererpack. Dann muss ich bloß mal wieder das hier verräumen. Dass ich gar nicht reinigen kann. Ah. Gemüsewaffeln von Kalbi in Herzform. Oh, die sind ja putzig. Vor allem hier hat auch jedes Pack seinen eigenen Stil. Okay, bin ich gespannt. Da hatten wir auch so Gemüse-Pommes mal drinnen. Die waren echt lecker. Cool, gefallen mir. Ich bin bloß gespannt auch, ob tatsächlich jede Farbe einen anderen Geschmack hat. Aber man kann ja hier erkennen, dass es unterschiedliche Herzfarben gibt. Lassen wir uns überraschen. Dann haben wir. Ah. Kartoffelchips mit Salz und Schokolade. Okay. Warum nicht? Potato Chips, Zetaku Chocolate. Ja, ist exotisch. Bin ich aber auch wirklich sehr gespannt, wie sie schmecken werden. Weil, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Salz und Schokolade. Aber ich sag's immer wieder gerne, das sind solche Sachen, warum ich diese Boxen liebe. Weil hier halt einfach so diese exotischen Sachen drinnen sind, die man bei uns nicht bekommt. Hergestellt am 15.01.2019, verfällt am 15.05.2019. Na, bis dahin nehmen die schon immer. Da sprühe ich gerade den Drink. Aber ich glaube, den holen wir nachher erst raus. Machen wir erstmal das hier. Okay. Hier finde ich die Verpackung schon mal geiler wie den Inhalt. Marshmallows. Wer schon ein paar meiner Videos gesehen hat, weiß, dass ich Marshmallows nicht mag. Wobei aber die wirklich süß sind. Das sind nämlich, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, glaube ich, ganz schwer, so kleine Pfoten, Katzenpfoten.
Aber Marshmallows halten bei mir sehr lange. Aber ich habe Zeit bis 2019, 2019. Bis dahin werden die schon wegkommen, hoffe ich jetzt mal. Schauen wir mal. Ah, okay, ich habe noch ein paar kleine Sachen gefunden. Ah, die kenne ich, also nicht die Erdbeer-Variante, aber da hatte ich ja auch schon mal, ich glaube, Kaffee und Milch. Die sind lecker, die nehme ich immer gerne. Sehr, sehr nice. Und da kann ich entweder gar nichts dazu sagen. Hier kann ich nämlich null erkennen, was es sein soll. Da müssen wir uns nachher wieder auf unser Heftchen verlassen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, wir sind heute sehr schnell, also sehr gut in der Zeit. Nicht, dass es heute ein ganz kurzes Video wird. Vielleicht rede ich zu wenig. Dann haben wir. Vanille, Pudding, Schoko, Pudding, Schokostückchen, Vanillestückchen. Interesting von Kabaya. Sehen auf jeden Fall interessant aus und werden mir wahrscheinlich auch sehr gut schmecken. Und ich kenne ja meinen Geschmack mittlerweile, nach 29 Jahren. Nice, gefallen mir gut. Gefallen mir gut. Holen wir mal einen Drink raus. Holen wir mal einen Drink raus. Sangria Sparkling von Canada Dry. Da hatten wir noch mal den Peach Ginger Ale. Okay. Sieht interessant aus. Ich hatte noch nie Sangria. Und ich glaube es. Oh. Da ist tatsächlich scheinbar 3% Alkohol drinnen. Oder soll das heißen 3% Fruchtsaft? Ich habe keine Ahnung. 3% von irgendwas ist auf jeden Fall drin. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es Alkohol ist. Weil ich meine, Kinder werden diese Box essen, beziehungsweise in dem Fall trinken. Aber finde ich nice. Finde ich cool. Gefällt mir. Finde ich very, very nice. So, mal schauen, was wir noch drinnen haben, wie viele Teile. Ich glaube, drei Teile haben wir noch. Wenn ich mich nicht verzählt habe. Barbecue Chips. Okay. Ich vermute mal, dass es hier wieder Tintenfisch ist. Aber okay. Tintenfisch ist okay. Hat auch wohl irgendwie eine Valentinstags-Edition zu sein. Mensch. Okay. Interesting. Gut. Mensch, habe ich echt gerade ein total schlechtes Gefühl. Weil wir wirklich heute so verdammt schnell durch sind, aber ich weiß nicht warum. Habe ich irgendwas vergessen oder rede ich heute einfach tatsächlich zu wenig? Wir haben nur so zwei Produkte drinnen. Eins davon kenne ich, das werde ich jetzt auch gleich als erstes rausholen. Und wir sind erst bei 14 Minuten. Okay, das hier ist leider ein bisschen angedatscht, macht aber nichts. Es sind so Schoko. Puffs wie damals diese Milchpuffs von Shincheon. Das habe ich gesehen, das wurde auch gespoilert. Beinhaltet auch einen Sticker, was ich sehr nice finde. Finde ich cool. Da zeige ich euch mal ganz kurz die Sticker in der Nahaufnahme. Hier sagen sie wahrscheinlich, man sollte mit Milch essen oder zum Eis oder, also, was heißt, sagen sie, man sollte, geben halt die Vorschläge. Und den letzten habe ich auch so gegessen. Also werde ich die wahrscheinlich auch so essen. Cool. Nice. Und letztes Produkt schon wieder.
Oh yeah, Mann. KitKat-Mandarine. Ich liebe KitKat-Mandarine. Ich hatte die schon mal probiert vor knapp einem Jahr. Hammer. Die geilsten, ja, die zweitgeilsten KitKats, die es überhaupt gibt. Liebe ich wie Bolle. Und ich weiß gerade nicht, warum ich sage wie Bolle, weil ich ehrlich gesagt nicht einmal ein Berliner bin. Aber die ist ja wirklich Bombe. Sehr fruchtig, sehr lecker. Und ja, was soll man so sagen? Und es war auch tatsächlich das letzte Produkt. Das heißt, wir gucken uns jetzt mal schnell an, was ist. Secret Admirer Message. Ja, okay. Bin ich jetzt zu faul dazu. So, Japanese Milk-Can KitKats. Have your spirits uplifted with these refreshingly sweet and sour Japanese Milk Can KitKats? The white chocolate covering contains real milk flavoring. Share the KitKat love with your friends and family. Okay, ganz sicher nicht. Gehören mir. Ja, ist so. Canada Dry Sparkling Sangria. What beverage perfectly fits Valentine's Day? Alright, Sangria. This fruity delight is perfect drink. It's a perfect drink to set an enchanting mood. This sangria is a mix of grape juice and sangria flavoring. Okay, nice. Gefällt mir. Das werdet ihr wahrscheinlich noch öfter hören. Petit Pudding Chocolate. Drum. Sind die hier. Pudding is a popular sweet in Japan. So why not fuse it with chocolate? That's what happened with these cute petite pudding chocolates. These sweet candies are a perfect Valentine's Day treat. Yay! Finde ich auch. So, Calbee Chocolate Dip Chips. Savory and sweet. These chocolate dip chips will satisfy those cravings for a rich, hearty snack. Every bite contains the perfect balance of sweet and salty. Dann haben wir die Cracker, Soy Sauce Cracker. This snack has two soy sauce crackers inside cute packaging. Okay, passt schon. Every bite is a savory blast of flavor that will make it hard to stop snacking on these. Dann in der Klassik, Cat Paw Marshmallows. A snack as fluffy and light as the love in the air, these cute Cat Paw Marshmallows. Was? Ah, die haben wahrscheinlich ein Komma mit einem Punkt verwechselt, weil da müsste eigentlich ein Punkt sein. Aber ist ja wurscht. Nochmal. A snack as fluffy and light as the love in the air. These cute Cat Paw Marshmallows are perfect for this lovely holiday. They are bite-sized and easy to share. So be sure to enjoy these with a loved one. Okay? Dann haben wir hier die Chips. Super Hard Triple. This powerful rice snack is packed with garlic to give you a flavor-packed sensation. This snack is shaped like heart to remind you of the love all around you. Ah, ist mir gleich aufgefallen. Stimmt. Sieht nach Herzen aus. Süß. Kalbi Vegetable Salad Hard Chips. Time for healthy snack. These heart-shaped vegetables, also das sind hier übrigens, machen wir mal zur Seite. Yeah. Was haben wir? Time for his snack, these heart-shaped come in three different colors, red, rare, yellow and green, which have various flavors based off various vegetables. Shin-chan Chocolate Stars. Ramune candy is popular candy throughout Japan, and this variety shaped like stars and has a sweet chocolate flavor. It is also picked with vitamin D. Bedeutet das, dass sich darin Bonbons oder was befinden? Ja, sind harte Bonbons. Interesting. Werde ich euch dann beim nächsten Mal natürlich auch sagen, wie die waren. Glico Strawberry Biscuits. This classic biscuit snack from popular brand Glinko gives you a sweet strawberry snack experience. This is the perfect snack to take on the go to brighten your day anywhere. Ja,
Die waren auch immer recht gut. Pokémon Chocolate Puffs. This month's anime snack is this fun Pikachu-shaped chocolate puff. This corn puff is packed with calcium to give you an added benefit. Okay. Chocolate Kinako Mochi DIY Kits. Spice up your day with this fun DIY kit. Simply use water to create mochi snacks. Then you can dip into chocolate and Kinako. Kinako is a sweet and savory roasted soybean flavor. The mix of chocolate and Kinako creates an amazing flavor fusion. Chocolate Umaibo. Everyone's favorite Umaibo is back with. Stimmt, ich hatte gar keinen deftigen Umaibo, nur den Schoko Umaibo ist mir jetzt gerade aufgefallen. Naja, it's back with a flavor that is perfect for this holiday. Chocolate. This scrumptious corn puff is infused with chocolate to ensure that every bite is rich and delicious. Und Kimchi Rice Puffs. Kimchi is a popular flavor throughout Japan, and these rice puffs perfectly recreate the kimchi flavor. Each puff is like eating a bit of real kimchi, was auch immer das sein soll. So, hier ist die Anleitung. Mal gucken, vielleicht machen wir das auch wieder zusammen. Mini-Contest. How to win this month in the Breath of Love for Japanese Snacks. Write a love letter to your favorite Japanese snack and take a picture of it with your Tokyo Treat Box. Upload your pic on social media using blablabla. Wäre schon geil. Aber da müssen wir jetzt alles wieder schön platzieren und so weiter und so fort. Hier haben wir noch unseren Japan-Kurs, Chocolate in Japan. Und hier haben wir halt noch die ganzen Herrschaften mit. War die nicht beim letzten Mal schon mit drinnen? Genauso wie die Katze? Die kommen mir irgendwie so bekannt vor. Ist ja egal. So, dann rechnen wir mal ganz kurz zusammen. Wie immer, ihr wisst, die Preise, die ich angebe, das sind Vermutungspreise. Und nicht zu vergleichen mit den echten Preisen wahrscheinlich. Ich habe noch schmecken müssen, was ich letztes Mal angegeben habe. 3,50. Dann sagen wir hier 1,50. Dieser auch teuer, 1,50. Dann hier 2. 0,5. Dann hier 2. Dann haben wir hier 1,50. Dann haben wir hier 2,50. Dann haben wir hier für die Bonbons. Ja, was machen wir hier mit den Bonbons? Die kann ich irgendwie ganz schlecht einschätzen. Ich mache es mal teuer. Machen wir mal 1,50. Mist, was hat das gekostet? Machen wir hier 0,5. Nochmal 2, 2. So, also. Für die KitKat habe ich 3,50 berechnet, wie für den letzten. Canada Sparkling Sangria 1,50. Petit Choco Chocolate 1,50. Die Choco Chips 2 Euro. Die Reiswaffeln 50 Cent. Marshmallows 2 Euro. Diese herzförmigen Chips 1,50. Dann den Viererpack 2,50, wie den letzten. Die Bonbons von Shinchan 1,50. Die kleinen Kekse 50 Cent. Dann hier die Pokémon-Dingens 2 Euro, Niamey 2 Euro, Umaibo 30 Cent und diese Rice Puffs 1 Euro. Kommen wir zusammen auf 5, 6, 8, 9,
Nein. 12,50, 13,15, 16,50, 17, 17 plus 19, 17, 21, 22,30 Euro. Und beim letzten Mal hatte ich zusammen 20 Euro. Passt. Also ich bin, wie gewohnt, sehr zufrieden. Schöne Auswahl, schöne große Produkte auch mit dabei. Gefällt mir sehr, sehr gut. Tokyo Treat ist und bleibt mein Liebling. Allerdings die Dinge sind auch, die vernaschen die Welt. Und die Japan Crate ist ja jetzt abgesetzt. Dafür kommt jetzt irgendwann hoffentlich mal die Wow Box. Die hatte ich mir einmalig bestellt, jetzt Ende Januar. Und verschippt sollte sie jetzt eigentlich Anfang Februar werden. Jetzt haben wir den 7. Februar und sie ist immer noch nicht verschippt. Mal schauen, bis Mitte Februar gebe ich Zeit. Und wenn sie dann nicht auch verschippt ist, dann schreibe ich mal an. Weil es wird dann aber wieder mindestens 3 Wochen dauern, bis die ankommt. Und genau. Ansonsten habe ich momentan nichts. Ja, war mal schnell durch. 26 Minuten. Ach, das scheint Schande. Wie gesagt, ich weiß nicht, woran es lag, aber hey, sei es drum. Also meine Herrschaften, ich sage danke fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye bye.